nach sozusagen Geld zu Kosten von Null produzieren kann und daher im Prinzip ein unerschöpfliches Reservoir hat, um zum Beispiel zu verhindern, dass Staaten pleite gehen oder auch dass Banken pleite gehen etc. Die entscheidende Frage ist, ob sie das auch nützen und wie sie das tun. Aber wenn die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Krise größer ist als die Lerngeschwindigkeit, dann ist eben noch eine Phase 4 zu erwarten, wo man more of the same probiert, wo man also sozusagen noch radikaler die alten Therapien anwendet, zwar nicht mehr ganz daran glaubend. Mein Gefühl ist, dass auch selbst die Europäische Kommission, die sehr, sehr stark neoliberal orientiert ist, mein Eindruck hat diesen wirklich starken Glauben, Sparen ist gut. Seit Griechenland sind sie das nicht mehr so ganz sicher. Das ist doch, das Resultat ist eigentlich so desaströs, dass der Wurm des Zweifels ist schon im Gebälk, sozusagen. Aber das ist ja der Witz einer schweren Krise, dass das Alte nicht mehr funktioniert. Und auch der Glaube an das Alte geht immer mehr verloren. Nur das Neue ist nicht da. Und das Neue ist nicht der Keynesianismus, meiner Ansicht nach. Zwar sind sehr viele Dinge von Keynes unglaublich wichtig, aber zu glauben, dass ein Theoretiker, der 1936 eine sehr bedeutende Schrift publiziert hat, damit im Wesentlichen alle Probleme des Jahres 2011, 12 oder 15 löst, ist unsinnig. Geht jetzt zu Herz die Welt, muss ich aufpassen. So, also wir sind im vierten Akt, more of the same. Es wird also Zuflucht gegriffen zu den schlechten Symptomkuren und erst in dem fünften Akt, so frei nach eben Aristoteles, die Läuterung, die Katharsis, wird man lernen. Wobei, wie, das kann man natürlich nicht wissen. So, das ist jetzt eine Skizze meiner Vorstellung der Etappen der Krise und wir sind jetzt sozusagen noch immer im Akt 3, beziehungsweise im Übergang zum Akt 4. Was ist konkret zu erwarten aus meiner Sicht? Nun, das, was die Staatenlenkerinnen ja schon deklariert haben. Sie wollen jetzt, dass andere Länder noch viel härter sparen. Im Konkreten ist jetzt Italien dran. In der Hoffnung, dass die Finanzmärkte Erbarmen haben würden. Das Ganze ist ja wirklich so, dass die Politik versucht zu erreichen, dass die Zinsen für italienische Staatspapiere nicht weiter steigen, ganz banal gesprochen. Denn wenn die weiter steigen, und die sind jetzt bei ungefähr 6%, dann wissen die hohen Herren in Brüssel, es ist fast aus, solange sie nicht radikalere Maßnahmen setzen. Und die können noch nicht in die Köpfe eindringen. Radikale Maßnahme wäre, ich habe vor einer Woche dazu ein Papier zunächst einmal in Umlauf gebracht, die Zinsbildung, und der Zinssatz ist ja ein wirklich wichtiger Preis, die Zinsbildung für Staatsanleihen wird dem Markt weggenommen. Das ist meine Vorstellung. Ja. Der ist natürlich für Marktgläubige ziemlich radikal, weil alles darf. Man darf riesige Konjunkturpakete verlangen und Rettungen und was weiß ich. Aber das Zentrale des Marktes, dass er den Preis setzt, das ist noch immer ein Sakrileg. Nur bin ich ja ein sozusagen in der Gleichgewichtstheorie geschulter Ökonom und ich sage nichts anderes als, nehmen wir die Gleichgewichtstheorie, nehmen wir also die Theorie der neoliberalen Ökonomen her. Und schauen wir uns an, was die Theorie sagt, wo ein Zinssatz ungefähr liegen sollte oder wo ein Wechselkurs ungefähr liegen sollte oder wie sich ein Ölpreis entwickeln sollte, da macht die Theorie nämlich Aussagen. So, dann sage ich Ihnen, jetzt schauen wir, was der Markt in den letzten 30 Jahren zustande gebracht hat. Und wenn ich als Empiriker zeigen kann, dass der Markt solche Preise bildet, die der eigenen neoliberalen Theorie auf groteske Weise widersprechen, dann haben die Neoliberalen eigentlich nur mehr die Wahl zwischen zwei Übeln. Sie können sagen, ich bin trotzdem für den freien Markt,
obwohl er ein Plätzchen produziert, oder ich bin lieber für die Gleichgewichtstheorie und sage, aus unerfindlichen Gründen ist der Markt nicht in der Lage, diese richtigen Preise zu finden. Und ich behaupte jetzt, es gibt keinen Exemplar, keinen Preis, wo man das einfacher zeigen kann wie den Zinssatz. Weil ein Zinssatz zum Beispiel von 22-23% für eine 10-jährige griechische Staatsanleihe ist ein schlicht und einfach grotesker, ja eigentlich vollkommen schwachsinniger Preis. Denn begründet wird er damit, dass dadurch das Risiko entschädigt werden soll. Also der Anleger, der Investor, ist nur bereit, eine griechische Staatsanleihe zu kaufen, wenn er eben für sein Risiko der Staatspleite mit einem so hohen Preis entschädigt wird. Aber dieser hohe Preis produziert ja das Risiko zusätzlich. Das heißt, ich bin ja zwingend, und das kann auch kein Neoliberaler leugnen, dass Zinsen in dieser Höhenordnung die Wahrscheinlichkeit eines Staatsbankrottes systematisch erhöhen. Wie jede Wucherzinsen auf ihren privaten Schulden, ja. Sodass hier sozusagen eine Art Teufelskreis sich etabliert hat. Und dieser Teufelskreis ist wirksam in Portugal, in Spanien, in Italien. Und es ist eine Frage der Zeit, bis er auch auf Frankreich übergreift. Und jetzt zu glauben, wenn wir Italien mit drakonischen Maßnahmen, wenn es überhaupt gelingt, zu mehr Sparen zu verhalten, dass dann die Anleger sagen werden, vielleicht ist es doch super, eine italienische Staatsanleihe zu kaufen. Das wollen die damit erreichen. Weil nur wenn die Nachfrage nach italienischen Staatsanleihen wieder steigen würde, gingen die Zinsen langsam zurück. Das wird nicht sein. Wenn einmal in einem System der Wurm des Zweifels ist, wenn einmal sozusagen die Anleger ja in jedem Tag in der Zeitung lesen können, italienische Staatsanleihen, wer weiß, wie das weitergeht, dann passiert genau das, was wir beobachten, sie gehen in die vermeintlich sicheren Häfen. Das sind im Moment in Europa deutsche Staatsanleihen. Mit einem mittelfristig ganz gefährlichen Effekt für den politischen Zusammenhalt Europas. Dass nämlich, je mehr sich die Krise vertieft, desto besser geht es dem, dem es eh schon relativ gut geht, und desto schlechter geht es dem, dem es eh schon sehr schlecht geht. Und da muss man jetzt nur ein bisschen die Geschichte mitdenken, weshalb wir eigentlich die Europäische Union gegründet haben. Weil wir Jahrzehnte und Jahrhunderte von Kriegen und am schlimmsten natürlich zwischen 1933 und 1945 sozusagen endgültig überwinden wollten. Es ist kein Zufall, dass in Griechenland die Erinnerung an die deutsche Besatzung und die 100.000 Opfer jetzt viel lebendiger ist als vor 3 Jahren. Und es wird die Erinnerung in Italien, was deutsche und österreichische Truppen dort zu tun hatten, leicht wiederbelebt werden können. Und um es ganz negativ zu sagen, wenn Frankreich auch von dem Virus stärker erfasst wird, dann wird ein sozusagen durch die Rationalität der Investoren. Ich kann dem Investor, ja, dem Pensionsfonds, ich habe erst neulich mit dem österreichischen größeren Pensionsfondsmanager debattiert, bis gestritten, aber ich habe ihn verstanden, ich bin verantwortlich für meine Anleger. Ja, ich manage einen Pensionsfonds. Ich muss schauen, dass ich eine möglichst gute Rendite raushole. Und daher ist es meine Pflicht, wenn jetzt italienische Staatsanleihen immer dubioser erscheinen, dann gehe ich raus. Das kann ich verstehen. Aber wenn es viele machen, dann passiert genau das, was passiert, dass eben die Kluft erst ökonomisch und dann auch politisch innerhalb der Europäischen Union sich verschärft. Und gegen all das hilft meiner Ansicht nach nur, dass man versucht, durch ganz konkrete Vorschläge deutlich zu machen, dass diese Krise tatsächlich eine Krise der Spielanordnung ist
soll heißen, simpel gesprochen, der Kapitalismus der letzten 40 Jahre hat sich immer mehr in ein Spiel entwickelt, lassen wir unser Geld arbeiten auf den Börsen für die Pensionen und die großen Konzerne, Siemens, sind viel mehr in Finanzaktiva gegangen und. Da gibt es viele Beispiele. Und ein System, bei dem immer mehr Leute versuchen, ihr Geld arbeiten zu lassen, muss kollabieren, weil das Geld nicht arbeitet. Das ist so banal.